Erfolgreiche Präsentationen mit dem Gewissen etwas. Ein souveränes Auftreten und höchstmögliche Aufmerksamkeit vom Publikum. Das war das Thema des weiblichen Führungskräfteseminars der Salzburg AG. In unserem Weiterbildungsprogramm im Rahmen von Hashtag die Zukunft bieten wir unterschiedliche Seminare an, unabhängig vom Geschlecht. Ja, aber wir haben uns auch überlegt, ob wir spezifische Seminare eben explizit für Mitarbeiterinnen anbieten. Das ist einfach in einem Bereich, zum Beispiel in der Kommunikation, wo wir versuchen herauszufinden, okay, was sind die weiblichen Stärken in der Kommunikation, wir identifizieren sie in diesem Seminar und setzen an diesen Stärken an. Das ist ein wesentlicher Punkt und natürlich auch ein weiterer Punkt ist das, in so Seminaren wird auch der Netzwerkcharakter gestärkt. Das heißt, ja, die Mitarbeiterinnen lernen sich immer noch besser kennen und unterstützen sich auch gegenseitig bei ähnlichen Problemen, die ja in der Zukunft vielleicht aufkommen werden, damit man da dementsprechend effektiv und effizient daran angehen kann. Aber was ist eigentlich das Geheimnis einer gelungenen Präsentation? Es geht in den meisten Fällen, gerade im Business, darum, eine gute Storyline zu haben. Das kann man vorbereiten. Ein bisschen was zum Thema Körpersprache zu verstehen, aber auch nur das Wichtigste, um eben authentisch bleiben zu können. Und ja, das große Geheimnis ist die Vorbereitung. Das heißt, einfach zu wissen, was sind meine Hauptbotschaften. Und wenn ich das in einer Storyline noch wunderbar logisch verknüpft habe, dann steht dem Erfolg nichts im Wege. Und eines ist auch ganz wichtig, Nervosität ist nicht immer ein Zeichen von Schwäche. Ja, da gibt es ja auch so eine klassische Situation, man kennt das, wenn Leute zu Beginn so Hände reiben. Das ist im Grunde Ausdruck der Nervosität, aber niemand wird sagen, oh Gott, der muss weg von der Bühne, ha, so nervös wie der ist. Also Nervosität kann auch ein absolut wichtiges Gefühl sein, um einfach reinzukommen. Es macht so unheimlich viel Spaß. Also wir haben auch wirklich sehr viel zu lachen mit dem Trainer. Und egal wie lange man Führung schon macht in unserer Gruppe, jeder kann was dazulernen, egal wie viele Seminare man in Richtung Präsentationen schon gehabt hat. Für jeden ist voll was dabei und wir sehen es auch in den Präsentationen beim Üben, dass wirklich jeder sich ein bisschen verändert vom Stil und die Dinge mitnehmen kann. Das Aha-Erlebnis ist wirklich, also wie wichtig Struktur und Folien auch die Vorbereitung ist vor einer Präsentation. Und diese Sicherheit nimmt man ja dann auch mit, wenn man sich in dem Thema auskennt, wenn die Folien gut aufgebaut sind. Das ist ganz ein guter Tipp vielleicht. Die Folien lenken nämlich auch von der Präsentierenden, vom Präsentierenden ab. Das heißt, ja, einfach das bewusst einzusetzen, das ist jetzt das, was wir nur verfeinern und was unsere Präsentationen jetzt nur den letzten Kick irgendwie gibt. Ob Seminare oder Workshops, vom Lehrling bis zur Führungskraft, das Greentech-Unternehmen Salzburg AG legt großen Wert auf die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn Sie Lust auf einen Job in der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.